FIFA 17, Folge 69. Willkommen zurück. Ja, meine Freunde, willkommen zurück. Immer noch zu der Krise, finde ich, in der wir gerade stecken. Mal abgesehen von dem Fulham-Spiel, wo wir 5-1 gewonnen haben, haben wir aus den letzten Spielen nicht viel gerissen. Ich weiß es jetzt nicht mehr auswendig, wie viele Spiele es waren. Wir hatten, glaube ich, 5-6 Spiele nur einmal gewonnen, irgendwie so. Ist natürlich zu wenig. Im letzten Spiel auch nur 0-0. Zum Glück patzt Aston Villa auch. Die haben verloren und unentschieden gespielt. Das heißt, immer noch haben wir die Chance, mit einem Sieg ranzukommen. Bis auf 3 Punkte, was nah ist, wie ich finde, was verdammt nah ist. Und das möchte ich auch auf jeden Fall schaffen. Der nächste Gegner, weiß ich jetzt gerade gar nicht auswendig, Huddersfield Town. Ich denke, die sind nicht schlecht. In Wirklichkeit sind sie aufgestiegen. Das Hinspiel gegen Huddersfield Town, das müsste ich nachschauen. Das weiß ich nämlich nicht auswendig. Wo sind sie denn? Huddersfield Town, ich finde sie nicht. Da sind sie. Verloren 1-0, oh je. Da haben wir also was vor bei denen. Da haben wir eine Revanche, also auch noch zusätzlich anstehen. Jetzt machen wir mal das Training zuerst. Ja, Donnarumma würde ich sagen, ganz klassisch, wie wir es kennen. Wo hat er denn Defizite? Ja, so Abwürfe, Abschläge machen wir mal. Das auf jeden Fall. Weiß ich, das letzte Spiel war komisch. Oha, okay, das war ein Push. Das letzte Spiel war komisch, ich weiß auch nicht. Das war ein richtig schlechtes Spiel, aber auch so irgendwie ein Spiel, wo ich das Gefühl hatte, was soll ich machen? Ich kann es nicht ändern. Ich konnte nicht viel reißen irgendwie. Das war ein ganz, ganz komisches Spiel, ein schwieriges Spiel. Was mir übrigens auch aufgefallen ist, bei all den ganzen Nachwuchsabteilungen, die ich habe und ja, so der Schilio und was weiß ich, was da alles nachrückt, so in der Innenverteidigung, da haben wir nicht so wirklich, also klar, wir haben ihn, der spielt Stamm und Clark, der ist 27, aber naja, so mega den Nachrücker, so im Sinne von Jugend. Weil ihr wisst schon, was ich meine, beim Torhüterbereich, da haben wir Donnarumma und vielleicht ihn und Sells und alles und bei den Außenverteidigern ist klar, oder? Da haben wir Decilio und Jet Lean und ja, solche Sachen. Im Mittelfeld ist auch irgendwie ein bisschen klar, da haben wir Kovalenko, der nachrückt und im ZDM vielleicht Stojanov und ja, Kolbeck und gut, Kolbeck ist jetzt nicht jung, aber ihr wisst, was ich sagen will. Auf dem Flügel Bailey und Pavard, da kommen aber Amiobi und Ding hinterher, Rolando Ahrens und so. Und im Sturmbereich genauso, da haben wir Rashford, aber da rückt dann Dolberg nach und Armstrong. Aber mir ist aufgefallen, im Innenverteidigerbereich, das ist so ein bisschen, da könnte man noch vielleicht, ja weiß ich nicht, nächstes Jahr mal gucken, ob wir da was verpflichten könnten, so was, was einfach so dritter Mann oder so ist. Ich meine, klar, wir haben Henley und wir haben Las Kellis, weil Las Kellis finde ich ja wirklich nicht schlecht. Aber so ein richtiges, so mega Talent, so mit 20 Jahren, abgesehen jetzt von denen, die spielen, haben wir irgendwie nicht. Deswegen habe ich mir überlegt, da könnten wir vielleicht auch mal. Das war jetzt nur so ein Gedanke, der mir gerade einfiel, über den ich nachdachte. Aber da kann man vielleicht wirklich mal überlegen, so im Innenverteidigerbereich, da könnte man vielleicht auch mal einen aus der Jugend haben oder so. Obwohl der eine ja an Talent verloren hat, finde ich sehr schade. Huch, das war's, nicht, was ich wollte. Ein Talent verloren hat. Ich habe übrigens hier gerade überlegt, bei Kovalenko soll ich mal ein bisschen Freistöße trainieren. Denn, dafür habe ich ihn mit auch verpflichtet, unter anderem. Obwohl ich das letzte Mal, glaube ich, Bailey gepickt habe, obwohl Kovalenko da war. Nein, aber Innenverteidiger, da könnten wir so ein bisschen, im Nachwuchs mache ich mir da so ein kleines bisschen Gedanken, oder wie man sagen will, aber da muss ich mal ein andermal in Ruhe darauf eingehen. Jetzt möchte ich lieber ein bisschen weiter pushen. Ich mache mal Bailey, da könnte er auch mal eine Aufwertung vertragen, wie ich finde. Ja, durchsetzen, sieht ganz gut aus. Vielleicht kriege ich ja diesmal Callback aufgewertet. Wer weiß. Ich möchte es zumindest versuchen. Was machen wir denn? Machen wir wieder Zweikampf oder sowas? Oder machen wir mal was von den Sachen? 2 gegen 2 oder? Ah, machen wir mal das. Das sieht ganz gut aus. Der ist so dicht dran. Das wäre doch mal was. Ja, wow. So natürlich nicht. Und Rashford ist auch dicht dran. Super dicht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das klappt bei ihm jetzt. Dann nehmen wir mal irgendwas, was ja schon ziemlich dicht ist an so einer minimalen Aufwertung. Vielleicht schaffen wir es damit. Wäre nice. Könnten wir brauchen zum Saisonfinale. Natürlich nicht. Wow. Ja, also ansonsten lasse ich es einfach jetzt wieder weiter sausen. Ich möchte jetzt auf jeden Fall gewinnen. Ob Huddersfield Town das natürlich drin ist. Wir haben verloren im Hinspiel. Das weiß ich nicht, aber ich würde es gern schaffen, weil. Ich sag mal, dann hat Aston Villa einen Punkt geholt aus den letzten 2 Spielen und ich 4 Punkte. Das ist doch zumindest mal ein kleines Comeback, würde ich sagen. Aber jetzt lassen wir mal die Woche laufen. Viel gibt es ja nicht zu tun, vielleicht mal Jugend oder sowas.
Sammy Amiobi ist endlich zurück. Das ist sehr gut. Das freut mich. Werde ich ihm sicherlich auch immer mal wieder ein bisschen eine Chance geben. Ich fand ihn nämlich gar nicht übel, wo er gespielt hat. Auf jeden Fall. Ja, kann man eigentlich noch ein bisschen weiter düsen lassen. Nationaltrainer-Offerte. Griechenland. Otto Rehhagel war das doch, oder hat es immer noch? Ich weiß gar nicht. Naja, interessiert mich nicht so. Und dann kommen wir auch schon zum Spiel. Es geht zügig voran. Ihr wisst ja, ich will pushen. Deswegen komme ich jetzt auch gleich zum Game. Aston Villa hat jetzt noch nicht gespielt. Huch, was ist nur los? Ein nicht. Was? Wie jetzt? Oh, Clark ist tatsächlich beim Länderspiel. Oha, das auch noch. Weil ich würde da schon gerne mit einer Sturmspitze spielen. Ja, wow, jetzt ist Clark. Ja, und Hanley auch. Ja, genau. Ja, genau. Ja, na klar. Wow, das brauche ich jetzt. Das brauche ich jetzt wie Zahnweh. Ja, nice. Und jetzt stehe ich im Wald und Richie ist auch nicht da. Wow. Okay, vor allem muss ich mir jetzt hier die ganze Aufstellung verbasteln. Ich kann sowas gar nicht ab. Da ist dann alles verstellt. Ach, egal. Ja, wer soll denn jetzt Innenverteidiger spielen? Ich habe gar. Das habe ich aber uns gemeint, wo ich gesagt habe, ich habe kaum irgendwas. Lascelles kann es machen. Ich glaube, Doumé kann es machen. Boah, jetzt weiß ich gar nicht, was ich tun soll. Doumé kann Innenverteidiger spielen. Ist ein Linksfuß. Weiß es nicht, wer da der Bessere ist. Faire Zweikämpfe 76, Grätsche 76. Lascelles, was hat er da so? Aber das habe ich gemeint, uns fehlt da so ein bisschen. 73, ja, ein bisschen der Schlechtere. Ich glaube, ich versuche es tatsächlich mal mit Doumé. Auch Linksfuß passt mir da sehr gut. Und Hanley, ja gut, dann nehmen wir mal dann Lascelles mit. Amiobi, mal gucken, vielleicht packe ich den ein. Das mache ich dann aber vor dem Spiel. Aber seht ihr, genau das habe ich gemeint, wo ich gesagt habe, also Innenverteidigung, ich weiß nicht so recht. Da ist irgendwie so ein bisschen nichts, was nachrückt irgendwie. Das passt mir nicht. Das passt mir nicht. Ja, aber das passt mir insofern schon nicht, weil ich jetzt gegen eine relativ starke Mannschaft, die zumindest jetzt gegen uns gut gespielt hat, ich weiß gar nicht, auf welchem Tabellenplatz sie sind, dass wir dann auch noch mit einem geschwächten Abwehr spielen müssen. Obwohl sie nur 19. sind, also, naja, okay. Was ist denn jetzt wieder kaputt? Ich hab's doch jetzt gerade gemacht. Wo habe ich denn jetzt? Achso, Richie, gell? Okay, Richie. Ja gut, da weiß ich schon, was ich mache. Oha, jetzt hat es gerade geblitzt bei uns. Jetzt hoffe ich nicht, dass mir irgendwie was abfliegt hier. Soll ich Amiobi gleich machen oder soll ich Kufrau machen? Eigentlich haben wir aber nichts zu verschenken. Muss ich Kufrau machen. Hoffentlich hält das Wetter. Ich habe immer hier Stromschwankungen, wenn es im Nebenort dann gewittert. Hoffentlich fliege ich nicht raus. Aber naja, okay. Vielleicht könnt ihr das sogar hören jetzt im Mikrofon. Ich hoffe mal, es wird nicht passieren. Sei es drum. Ja gut. Ich würde sagen, wir spielen so. Der Schiedsrichter, das scheint ja zu passen. Obwohl ich die auch noch nie so gesehen habe, aber ist jetzt auch nicht nötig. Ist halt sonst noch was Interessantes? Birmingham spielt. Und das interessiert mich so gar nicht. Und ansonsten, ich habe ja leider Gottes eh schon an der Aufstellung jetzt rumgebastelt, obwohl ich das so gar nicht wollte. Aber ich lasse schon meine Top-Leute spielen, würde ich sagen. Aber jetzt spielt halt Doumé in der Innenverteidigung. Das ist ungewöhnlich, ganz klar. Ja, ansonsten will ich gar nicht viel was verändern. Was soll ich da auch verändern? Ich nehme das Maximum mit. Ich brauche jetzt 3 Punkte. Das wäre halt immer noch die ultimative Gelegenheit, wieder ranzukommen. Weil 4 Punkte statt Aston Villa als 1 Punkt. Ja, es wäre ja schon. Ja, wäre doch geil. Wäre mich auf 3 Punkte ran. Hi there, everyone. Martin Tyler along with you today. Alan Smith alongside me. And we've got a game from the League Championship, Alan. Yeah, hi, Martin. Really delighted to be here. Please make some noise as we welcome. Coming up for you, Huddersfield Town against Newcastle United. Newcastle United back in action again after their last game, which was away, and they drew against Birmingham City. Yeah, I mean, nil-nil. A clean sheet is the positive slant on it, and I think they might just grab one or two here to get the win. Das letzte Spiel war einfach nicht gut. Ich wusste gar nicht, woran es lag. Manchmal hat man so Spiele. Und ja. After relegation, Norwich City would have expected to do a lot better than this. Look at the league table here. Well, is this a blip or is it something more far-reaching? Because we all thought they were going to challenge for the title, but to be struggling in ja, this wow, manner schwarzer Schiedsrichter. Do it so late on in the season still. Na, so vielen Dank. Shocking, really. Schwarzer Schiedsrichter, aber ja ernst, oder? Na klar, doch. Und ich sag noch was von gepatcht.
And it's difficult. It seems to be difficult for generations of players. Yeah, it's difficult to put your finger on it, isn't it? I don't think it's easy, as you say, to become or to be a Newcastle player. There is that attention on you, that scrutiny. Not everybody can handle it. Aber es ist natürlich ungeil jetzt. Also schon lange nicht mehr so einen Schiedsrichter gehabt, der so übertrieben wie ich aussah oder mein Team. Hätte ich sie doch in Gelb spielen lassen sollen und ich anders, aber wie man es macht. Die ganze Zeit habe ich nicht schwarz gepickt in letzter Zeit, jetzt picke ich es jetzt wieder falsch. Egal, ich will so oder so 3 Punkte, ob ich den jetzt erkenne oder nicht. Krieg's schon hin. Ich krieg's schon hin. Aber es ist schon ein Handicap, keine Frage. Ich kann sowas nicht verstehen. EA, was geht? Warum? Warum? Erklär's mir jemand. Ich verstehe sowas nicht. In der Premier League ist es nicht mehr so, das weiß ich. Das sieht aus wie wir. Nicht mal irgendwie ein bisschen anders. Na egal. Das wird schon irgendwie gehen. Ja, ich wollte den Ball irgendwie retten. Aber ich will ja auf jeden Fall eine Revanche, wenn man schon denkt, dass die uns geschlagen haben. Ich will auf jeden Fall eine Revanche, keine Frage. Rashford. Okay, hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht, muss man ihm lassen. Jonathan Hogg. Nice return pass. Also ich muss mich da voll konzentrieren, dass ich den Schiedsrichter nicht verwechsle. The defenders managed to get in the way there. Working hard just to see maybe a sight of goal. Punched away by the goalkeeper. Wir machen schon mehr Druck als im letzten Spiel, habe ich das Gefühl. So muss es aber auch sein, alles gut. Wir müssen was reißen hier. Aber sie lassen uns halt auch ein bisschen spielen. Das war bei den anderen ganz anders. Keine Ahnung. Ja, zwei Kämpfer ist er nicht gerade. Jonathan Hogg. Comes in strongly. Okay, das war noch vom Abnehmen. That's not even really threatening the goal. Also ich wollte ihm den Ball noch abnehmen. Probably threatening a few behind the goal. Das war natürlich Quatsch. And if they're supporting him, groaning at him. Yeah, good save from the bloke in row Z there. But certainly the keeper wasn't overworked. Play. Ich glaube, das war durchaus wichtig, oder? Was meinst du? Ich glaube, die Idee war gar nicht übel. Schindler klingt auch nicht gerade Englisch. Ja, wir haben schon ein bisschen eine Krise in den letzten 5 Spielen, als hätten sie was reingepatcht oder sowas. Oder 6 Spiele oder wie das waren. Als hätten sie was reingepatcht, um es ein bisschen schwerer zu machen. So fühlt sich es ein bisschen an. Weil das gelingt mir jetzt auch nicht viel. Und vor allen Dingen haben wir einmal gewonnen in was weiß ich wie lang. Und das war gar nicht ungefährlich, gerade eben. Kann man nicht behaupten. Donnarumma gut gehalten. Das sah einfacher aus, als es glaube ich war. Ganz eindeutig. Shot blocked here. Pressure on. Another corner. Shots on here. Da habe ich mich in den Schuss. Very quickly. Ja. Wow. Oh mein Gott. You want to have another look at that one, Alan, I guess. Habt ihr das gesehen gerade? Wie hat er den gehalten? Ich wollte den Ball eigentlich rausspielen und dann macht er so einen Kurzpass. Keine Ahnung, wie er den jetzt wieder gehalten hat. Jetzt hat er uns den Hintern gerettet. Das müsste jetzt eigentlich 1-0 stehen. Also jetzt haben wir mal Luck gehabt zur Abwechslung. Oh, das war jetzt wiederum nicht gut. Und wieder gehalten. Sag mal, was ist denn jetzt eigentlich los? Kommen wir jetzt vielleicht mal raus da hinten. Ich meine, das war jetzt von der Aktion von ihm her nicht gut. Also die Faustabwehr war eine Katastrophe. Aber dann hat er ihn doch wieder gehalten. Keine Ahnung, wie er da wieder rankam. Aber jetzt haben wir gerade Probleme da hinten. Also jetzt wird es Zeit, dass wir, wie soll ich sagen,
Jetzt darf es mal wieder ein bisschen nachlassen. Jetzt stehen wir seit 20 Minuten da hinten, habe ich das Gefühl. Meine Fresse, ganz ehrlich. Ohne Spaß. Auch gefährlich gewesen. Jetzt ist genug. Jetzt reicht's mir. Ich würde gleich nochmal spielen, weil ich wusste, dass De Jong nicht der schnellste ist. Okay. Jetzt nerv halt nicht. Looking to play his teammate through. Ja, natürlich. Gets his foot in there. Jack Colback. He's got his shot off now. Jetzt habe ich wieder keine Ecke, weil ich wieder einen von meinen angeschossen habe. Das habe ich vor zwei Spielen auch schon mal geschafft. Wow. Also. Zurzeit, ich weiß auch nicht, ich spiele nicht anders wie damals oder wie man sagen will. Und das 5-1 hat ja auch funktioniert, das habt ihr ja gesehen. Ich weiß nicht, was los ist. Ich meine, Huddersfield Town haben uns im Hinspiel Jonathan besiegt, Hogg. Das darf man glaube ich nicht vergessen, aber fragt mich nicht. Newcastle, go in and get the ball back. Furchtbar, ganz ehrlich. Ich wollte nochmal zurückspielen, hat auch nicht funktioniert. Ja, ein bisschen Druck müssen wir schon machen. Dann passiert nämlich sowas. Ja, toll, und zu wem soll ich jetzt spielen? Florian Thauvin. Defender to it first. Hogg. Florian Thauvin. Ich weiß nicht wohin. Now Bailey. Well, they're attacking here. Might be a chance for Newcastle. Ich komme nicht zu viel. Ja, aber. Keine Ahnung, frag mich nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. As for Newcastle Wigan United, Athletic, ja, die haben halt erst Müller mal geärgert. Well, they're playing Wigan Athletic in their next match in the Championship. And I think they're gonna coast home. Und ganz ehrlich, ich könnte schon hinten liegen, also von daher muss ich eigentlich froh sein, dass ich noch eine Chance habe hier auf den Sieg. Aber die Kasse schon mit Ich spiele auch so arg, muss ich mal sagen, auf Ball halten. Also, dieses Hin und Her geht, passe und ich komme gar nicht zum irgendwas createn. Und dann, wenn ich sowas mache, dann bin ich dran, aber irgendwie auch nicht. Keine Ahnung. Kann ja den Ball gar nicht haben momentan. Wisst ihr, was ich meine? Wie soll ich irgendwas rausspielen, wenn ich den Pille nicht habe? Seht ihr, wie lange die den Ball jetzt im Mittelfeld halten? Ich muss die ganzen Dinge verbrauchen, den Spurt und alles. Und dann... Ja, auf der Linie, alles klar. Wow. Und dann kommt noch Pech hinzu, wollte ich gerade sagen, dass die Dinger einfach nicht drin sind. Nicht nur, dass er wieder hält, jetzt kratzt er ihn von der Linie. Also, okay. Alles klar. Habt ihr ja selber gesehen gerade, oder? It's with De Jong. Das sind auch gleich zwei bei mir. Oh ja, und die einfach frieren immer. Also das war die größte Chance bisher, auch wenn man die beiden letzten Spiele sieht. Aber gerade 10 von der Linie. Also ich muss sagen, eigentlich war ich der Meinung, wir hätten schon hinten liegen können, aber jetzt hatten wir auch ein Tor verdient in dem Moment. Also das war eine Riesenchance. Aber er ist halt drin, wenn er drin ist und nicht auf der Linie. Also er muss schon drin sein. Insofern, ja, 0-0. Ja, natürlich. Wow. Das kann man auch pfeifen. Oder gelb geben. Was er da jetzt gemacht hat, ich wollte eigentlich gerade durch. Aber okay. Keine Ahnung. Gibt's noch gelb, oder? Ja, war auch verdient. He's gone back, the referee, to book
Das muss nicht sein, was er da gemacht hat. De Jong war erst verletzt. Muss nicht sein. But he's got to be punished for it. Also dieses Ballgehalte, das geht mir auf die Nerven, ganz ehrlich. Jedes Team, habe ich das Gefühl, geht auf ein 0-0 gegen mich. Das ist echt, ja, und sowas ist dann natürlich, dann ist man dran und irgendwie auch nicht. Vielleicht haben wir jetzt eine gute Chance, sie haben ein bisschen aufgemacht. Es will nicht rein, oder? Das Tor ist wie zugenagelt. Ich sag ja, manche Spiele hast du 5 Tore. Was soll ich machen? Und manche Spiele hast du einfach gar keins oder kannst dir ein Bein ausreißen. Well, the corner is to put them in front. Ja, aber. He's kept it out. Well, we've been privileged to watch two Hand. top goalkeepers. Both have been in majestic form, unglaublich, was da gerade abläuft. Auch wenn man beide Spiele zusammennimmt. Ich hatte ja im letzten Spiel schon meine Chance. Unfassbar. Das ist unglaublich, was hier abläuft. He's known as a fine passer of a football and he's right on his game today. Definitely a throw in there. Bin echt überlegen, ob ich einen zweiten Stürmer bringen soll. Ich brauche den Sieg. Ich kann jetzt nicht mit zwei Unentschieden hier rausgehen, wenn Aston Villa uns die Riesenchance bietet. Payne. Ja, was kann er hier ans Auge gehen? Jonjo Shelvey. Good reading of the by anticipating the pass. Hab's versucht auf Rashford. Hab's versucht. Played down the wing. Keeping the wide attack going. And it's with Newcastle again. Jonjo Shelvey. Auch die Idee war ganz gut, finde ich, aber... Ja, was ein Schuss, Rashford. Hätte ich noch Glück, dass der Ball bei mir bleibt und dann... Ja, der verletzt gefallen. Also ihr müsst entschuldigen, wenn ich so ein bisschen motzig klinge, aber ich mich beschasse das irgendwie gerade, dass die... Ja, aber... Dass der Aston Villa uns die Tür öffnet und wir können es nicht nutzen. Ich glaube, ich versuche es einfach mit Offensiv. Ich weiß nicht, ob ich einen zweiten Stürmer bringen soll, weil ich kann mir hier noch viel weniger in der Niederlage leisten. Mal gucken, was ich wechseln könnte. Viel ist es nicht, glaube ich. Bailey ist nicht da und ja, weiß ich nicht. Ich probiere mal Gouffrard irgendwie. Jetzt muss ich kurz gucken, was ist das? Rechts wie links, rechts Fuß, ja, das kann man so lassen. Genau. Irgendwas probieren, ich weiß auch nicht. One change. And it looks like it's a case of just trying to freshen the team up a bit. Ich mach mal ein bisschen offensiver. Mir ist es trotzdem zu wenig irgendwo. Alles klar. Okay, das war ein bisschen kurios. Straight to the opposition. Ja, natürlich. On the home bench, a substitute is clearly getting ready to come on. Schade, ich wollte nochmal weitergeben auf Buffon, das wäre es gewesen, so ein Joker-Ding, aber da hat Rashford den Ball nicht kontrolliert bekommen. Hatte ich das Gefühl gerade. Jetzt komme ich wieder nicht an den Ball. And Smith. Good strong tackle. Palmer. Mein Gott, ganz ehrlich. Spielst da noch ein bisschen mehr runter? Ja, natürlich, wahrscheinlich. Was war denn jetzt daran faul? Soll ich mir totlachen oder? Ich wechsle nochmal aus, ich bringe noch Kovalenko. Ich habe keine Ahnung, ich bin genervt gerade, ganz ehrlich gesagt, weil ich irgendwie seit 2 Spielen jetzt auf ein Tor, wie sagt man, angewiesen bin. Oder ja, ich kann mir ein Bein ausreißen, habe ich gerade das Gefühl, und ich kriege einfach kein Tor hin. And he's tried his luck, but over the crossbar by a lot. Das wäre erlösend, wenn mal eins fallen würde für uns. Jawohl. Rushing it here, moving from one side to the other. He's got his shot off now. And the goalkeeper
Teilweise ist es dann auch so, dass man es verzwingen will, dann traut man sich auch fast schon nicht mehr zu, eine Flanke zu machen, weil man sich sagt, ja, das ist nichts, und man spielt dann unlocker einfach. Ja, natürlich, wahrscheinlich. Ich meine, ich kann nicht mehr wie spielen, Freunde, ich weiß doch auch nicht. Huddersfield hat uns besiegt im Hinspiel, was soll ich euch sagen? Great place to win it back. He can't put them in front. Very good. Ja, natürlich, wahrscheinlich. Natürlich. Kann auch sitzen. Ihr müsst doch zugeben, dass ich jetzt aber auch Pech habe, dass es einfach nicht rein will, das Tor. Das will einfach nicht rein. Das ist nicht zu fassen. Jack Colback. Keine Ahnung. Ist zu wenig. It'll be a throw. Jesus Gámez trying to stretch the opposition using the wider areas here. There goes the cross. Und immer ist ja und natürlich so, dass ich nicht mal Einwurf kriege. Das ist unglaublich. Goes in. Typified the competitive nature of this game, that tackle. It's only a throw in. Genau. Die Zeit läuft einfach nicht, ihr könnt es mir nicht erklären. Ja, da könnte auch Kovalenko zufällig stehen oder so. Was nicht? Kann ich eigentlich nochmal wechseln? Wie oft habe ich denn? Ich weiß gar nicht mehr auswendig. Kovalenko habe ich gemacht, Gouffroy. Ich kann da noch einmal, oder? Aber wen? Das ist jetzt die Frage. Ich habe auch nichts Offensives mehr. Ich könnte halt noch einen zweiten Stürmer bringen oder sowas, aber es bringt jetzt auch nicht viel. Keine Ahnung, ich habe nicht wirklich was. Rechts vielleicht noch ein, vielleicht, wie heißt es nicht, vielleicht ist der noch fit und kann auf der Außenbahn noch was reißen oder sowas. Ich weiß nicht. Also Chancen hatten wir, aber es ist auch nichts, das einfach mal reinrutscht oder so. Oder weiß nicht. Unglaublich, seit zwei Spielen kein Tor. Scoring so early in his debut for England. He's got to, goes for goal with ja, the header. Okay. Er hätte eh auf der Linie da gestanden, der Abwehrspieler. Okay. War auch gut geköpft, finde ich. Mit so einem Aufhopfer kann echt gefährlich werden, aber naja. Es stand aber auch ein Abwehrspieler da. Wow. The corner dealt with pretty straightforwardly. Tja, ich kann nicht mehr wie Druck machen. Paul Dammert darf nicht oft spielen. Da ist niemand. Ja, natürlich. Ich weiß nicht, mir gehen die Ideen aus, Freunde. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich mir gehen die Ideen aus. Jonathan Hogg. Ja, wow, ich hab Flanke gedrückt, aber mach ruhig, was du denkst, was ich meine. Passt schon. Ja, natürlich. Ja, wenn der... Oh, es klappt nichts, ich find's furchtbar. Es ist nicht... Ich versteh's nicht, ehrlich. Ich verstehe es nicht. Es funktioniert nichts. Ja, natürlich, danke Spiel. Wow, was für eine verschenkte Chance. Jetzt bin ich echt. Was eine verschenkte Chance, ist das ätzend. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ich verstehe es nicht. Ich weiß gar nicht, ein Sieg oder was weiß ich. Ich kapiere es nicht, was los ist, ganz ehrlich. Wir hatten echt eine gute Saison, aber das ist ein Witz. Wir hatten wieder Chancen und ich weiß auch nicht. Aston Villa macht uns die Tür offen, wir können es nicht nutzen. Ich meine, zu einem normalen Zeitpunkt hätte ich jetzt gesagt, Huddersfield Town, die hatten uns schon geschlagen. Die hatten ihre Chancen, man kann mit dem Punkt zufrieden sein. Keine Frage, kann man so sehen.
dann war es noch auswärts. Ist gar nicht schlecht, der Gedanke, aber ja, wenn man sich überlegt, man sieht ja hier die ganzen Donnarumma-Paraden, aber wenn man sich halt überlegt, jetzt hatten die einen Punkt aus den letzten zwei Spielen und wir zwei. Das heißt, wir sind jetzt gerade mal einen Punkt näher dran. Wir sind jetzt fünf Punkte weg. Aber wenn man hier sieht, alles Donnarumma, 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 also eigentlich, ja, kann man sogar zufrieden sein, ganz ehrlich. Geil. Aber, ja, ich weiß halt auch nicht. Ich weiß auch nicht, das Spiel war, wir hätten es auch verlieren können, aber ihr seht ja, 14 Schüsse, ich kann nicht mehr wie Druck machen. Und dann halt so Dinger, wo man sagt, jetzt kratzt er ihn von der Linie oder sowas. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann in den Höhepunkten. Dieser Linienkratzer, wahrscheinlich nicht. Weil das war, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, vor der Halbzeit. Ich weiß nicht, ob das war. Ich glaube nicht. Aber da kam dann der Nachschuss. Den zeigt er natürlich jetzt nicht mehr. Ja, das ist der Nachschuss. Ich meine, das kann auch drin sein, wenn er das unter ihm durchgeht. Und da kommt ein Nachschuss. Man sieht es nicht, wie er dann auf der Linie rettet. Aber selbst der Schuss, wisst ihr, was ich meine? Also ich weiß nicht, was soll ich sagen? Oder auch das Ding. Es war, ein paar Sachen waren schon dabei. Aber unterm Strich ist es natürlich zu wenig. Auf der anderen Seite hat das viel. Da kann man schon auswärts einen Punkt holen. Aber ich bin natürlich trotzdem enttäuscht, keine Frage. Vor allen Dingen, weil ich das Gefühl habe, was ist los? Wir hatten aus den letzten 5-6 Spielen einen Sieg oder sowas. Wir können auch nochmal genauer schauen. Es ist ja wirklich kein Spruch von mir. Also ich sag mal, das war ein Unentschieden, das war ein Unentschieden, das war ein Sieg. Das sind 3 Spiele, das war ein Unentschieden. Ja, das sind 4 Spiele. 4 Games. Das hatten wir sogar verloren. 5 Games. So, und glaube ich, das hatten wir ja gewonnen. Also letzte 5 Spiele hatten wir einen Sieg. Ja, okay. Zwar einen guten Sieg, aber... Jetzt kommt Wigan, was auch nicht leicht ist. Dann Good Burden Albion sollte gehen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hatte gehofft, dass Aston Villa patzt. Sie haben gepatzt und wir haben es nicht genutzt. Nichtsdestotrotz sind wir 5 Punkte weg. Es sind noch ein paar Spiele. Also es sind insgesamt, das muss ich selber überlegen, ich glaube 46 Spiele. Und wir sind bei 38. Das heißt, es geht schon auch was, aber... Jetzt sollten wir irgendwann anfangen, so wieder zu gewinnen, sage ich mal. Hier kriege ich sogar schon Mecker vom Vorstand. Sehr geehrter Wolf, wie bereits zu Beginn der Saison besprochen, ist das finanzielle Wachstum des Vereins ein wichtiges Ziel für den Verein. Derzeit scheint dieses Ziel gefährdet. Bitte behalten Sie die spezifischen Ziele im Auge, die wir Ihnen gesetzt haben. Tun Sie alles, um dieses Ziel zu erreichen. Wie meint er das jetzt? Was denn für ein Wachstum? Finanzen. Ja, was heißt, erhöhe den Vereinswert über 30%? Der Vereinswert muss gestiegen sein nach den Leuten, die ich gekauft habe. Allein Donnarumma ist 20 Millionen wert. Ich weiß nicht, wann diese Geschichte gezählt wird, am Ende der Saison oder sonst was. Also die Meldung habe ich jetzt nicht verstanden, die nehme ich jetzt auch nicht für voll. Ja gut, meine Freunde, soweit würde ich sagen. Mehr konnte ich nicht reißen als die 2 Unentschieden. Was soll ich machen? Ich versuche alles, ihr habt es gesehen. Der Ball will zurzeit einfach nicht hinter die Linie. Aber ich bleibe weiter dran und alles weitere in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss.